Welcome back to another German food review, and it's Fassbrause time. Fassbrause, I don't think there's a translation for it, but it's lemonade with apple flavor, but it's not fresh apple. Yeah, it's more the old apple style. Yeah, and Drehorgel Jule. Jule is a name, and Drehorgel is this thing here. It's a barrel organ. Okay. Price for this one, I have to check this one second. 59 cents, but there are larger bottles available, like this bottle here. But this bottle sucks, yeah, this is very heavy and it's just 0.7 liters. But it's just 35 cents or so, it's very cheap, but it's very tasty, I know it. And it's from Vivaris Getränke GmbH, yeah, they make good stuff. Okay, this here is half a liter and 60 cents. Yeah, and Kaiser's is more expensive. Okay. Yeah, let's drink it. Let's open it. Yeah. Smells like old apple. Old fruits or so. Yeah, okay. Heavily carbonated, it seems. Before I forget it. Okay, yeah, let me sniff it again. Yeah, more fruits, it's not sweet, it's more rough. Yeah, interesting. Let me try it again. Yeah, no sweetness at all. Where are the calories? 36 calories and 8.6 gram of sugar. Okay, yeah. Prost! Yeah, I like this one here. It tastes very good, like Fassbrause. It's not super sweet. The only problem with this product is it's very heavy. Yeah, I can't drink a lot of this stuff. Okay, old recipe, Berliner recipe. Yeah, how does it taste? Very hard to describe. Yeah, I like fruits with a little bit of, yeah, apple, but not fresh apple, as I said. More like the rotten apple. Or fermented apple, whatever. Yeah, I like this one. Yeah, do you know Fassbrause? Fass lemonade? Whatever. Tasty stuff. Yeah, I like this one. Brause ist auch Stulle. Okay. Yeah, I can't translate this. Thumbs up for Drehorgeljule or Barrel Organ Jule. If you see something like that, you should try it. Tastes very good. Yeah. Okay, thanks for watching. I continue in German. So, jetzt gibt es hier Fassbrause. Und das ist eine meiner Lieblingsfassbrausen, nämlich von Märkisch die Drehorgeljule. Und die gab es bis jetzt irgendwie immer nur in diesen Flaschen hier. Und die Flaschen sind richtig doof. Erstens kann man daraus nicht trinken, zweitens sind die total schwer. Und drittens ist da nur 0,7 Liter drin. Und heute habe ich die hier gesehen, in der, ja, in so einer normalen Mate-Flasche halt. Und das ist ein halber Liter für 60 Cent im Kaufland. Im Kaisers. Und die Flaschen hier kosten im Kaufland aber bloß 35 Cent, 0,7 Liter. So. Ist nicht sehr teuer, das Zeug hier, aber das schmeckt super. Das wusste ich schon vorher. Okay. Ja, es ist Fassbrause, Limonade mit Apfelgeschmack. Nicht frischer Apfel, eher so verrotteter Apfel. Es hat 36 Kalorien und 8,6 Gramm Zucker. Das ist hergestellt von der Vivaris Getränke GmbH und die machen ganz gute Getränke.
Jedenfalls für meinen Geschmack nach Alt-Berliner Rezeptur. Okay, ja, so sieht's aus. Wenn wir mal eingießen. Und ich kenne das Zeug hier natürlich schon. Und ich kann davon nicht so viel trinken. Das ist irgendwie ganz schwer. Ich weiß auch nicht genau. Das macht einen richtig voll. So 0,7 Liter und dann ist man richtig platt. Ja, ich würde mal dann riechen. Und es riecht überhaupt nicht süß. Es riecht so wie Früchte. Verrottete Früchte. Ja, nicht ganz so schlimm. Aber halt wie Früchte so. Und es riecht auch nicht süß. Irgendwie würzig. Ja. Weiß nicht genau. Irgendwie einfach nur würzig. Ja, aber es gefällt mir schon. Ist jetzt nicht so süß wie Cola oder so, obwohl es 8,6 Gramm Zucker hat. Aber werden wir mal kosten hier. Prost. Ja, das schmeckt nach Früchten und Apfel. Besonders nach Apfel, aber es schmeckt wie alles Mögliche irgendwie. Ja, schmeckt schon ganz lecker. Und es ist nicht wirklich süß. Da ist ein bisschen Kohlensäure drin, nicht so viel. Am Anfang sah es aus, als ob da ganz viel drin ist. Ist aber nicht. Ja. Kennt ihr Fassbrause? Trinkt ihr sowas? Die hier ist lecker. Solltet ihr mal testen, wenn ihr die seht. Prost. Ja, Früchte mit Apfel drin. Ein bisschen Süße, ja, und irgendwie Gewürze, ja, sehr lecker. Drehorgeljule, alles klar. Gebt einen Daumen nach oben für die Drehorgeljule. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.